I'm walking, hear the knee and I'm talking. Constantini marschiert zum Match Mödling gegen Admira. Wetten werden eingelöst, keine Frage. Aber es gibt heute andere Fragen. Zum Beispiel, marschiert Innsbruck gegen Rapid zum Herbstmeistertitel? Oder geht der Wiener Austria gegen FC Linz Torhüter Franz Wohlfahrt ab? Und marschiert Steyr gegen Salzburg in die nächste Niederlage? Herzlich willkommen bei unserer Sendung Fußball 45 Minuten Hochspannung sind jetzt bei uns garantiert, denn das garantiert schon die Ausgangslage. Der FC Tirol führt mit 2 Punkten vor der Austria, nämlich vor Innsbruck, vor der Austria, vor Salzburg und vor Rapid. Und bei Rapid, da hat Ernst Dokopil einiges bewegt, vor allem hat er die Fans wieder auf Touren gebracht. Einige hundert sind zum Auswärtsspiel nach Innsbruck mitgereist und nach den Vorfällen am Westbahnhof gestern war heute eines klar, alle Fans, die nach Innsbruck gekommen sind, die wollten nur Rapid sehen und einen Erfolg gegen den früheren Trainer, gegen Hans Kranke. Nach 7 Stunden Nachtfahrt treffen die ersten 70 Rapid-Fans mit klaren Absichten frühmorgens in Innsbruck ein. Ja, also ich will heute noch betonen, dass ich jetzt beim Rausfahren ganz ruhig war, wir haben viel Spaß gehabt und gewinnen hoffentlich heute. Es geht hauptsächlich um sportliche Fußball, die Mannschaft zu unterstützen. Erstens, weil ich von den Dings von der Rapida Fan bin. Zweitens, weil wir die Innsbruck heute hoffentlich 2 Stunden geschlagen. Und drittens, Innsbruck muss man live erleben in Tivoli. Es wird wahrscheinlich mit einer Niederlage nach Hause fahren müssen. Ja, genau. Und wenn es Gentleman seid, dann steckt die Niederlage weg und fährt genauso friedlich, wie es gekommen seid. Wir starten vom Tivoli-Stadion und hatten die Wut im Bauch. Die Bauern, sie wollten uns schlagen, dasselbe, das wollten wir. Ja, unser Aberspiel der Runde heißt also Innsbruck gegen Rapid und das war auch ein Duell der Spielmacher, nämlich Peter Stöger gegen Dietmar Kübauer. Beide hatten zuletzt in Lissabon nicht ihre Hochform gebracht. Heute aber war die Frage, wer kann Akzente im Spiel seiner Mannschaft setzen? So, ich muss hier also dann noch ein bisschen auf die Folter spannen. Da hat es Probleme mit der Leitung gegeben. Wir beginnen also jetzt mit der Austria, dem ersten Verfolger der Tiroler. Die spielten gegen den FC Linz und mussten dabei auf den Standard-Torhüter, nämlich auf den verletzten Franz Wohlfahrt, verzichten. Der lange Zeit verletzt gewesene und dessen Karriere eigentlich schon zu Ende schien, nämlich Christian Schmölzer stand im Tor, Franz Wohlfahrt über seinen Ersatzmann. Er hat sicher den kleinen Nachteil gegenüber von mir, dass er noch nie Bundesliga gespielt hat, also jetzt das erste Mal. Aber er ist reaktionsstark, er ist technisch sehr gut. Es geht ihm eigentlich fast nichts ab, nur eben, wie er auch richtig sagt, die Erfahrung. 2500 Zuschauer auf dem Horplatz sehen, dass bei der Wiener Austria neben Kubica auch Manfred Schmidt fehlt, ein Mann für besondere Deckungsaufgaben. Sein Trainer Egon Cordes hat ihm gesagt, du spielst nicht, weil auf der Gegenseite Tusbader, der Spielmacher, gesperrt ist. Und die erste Möglichkeit durch den antrittsschnellen Waldhör für die Linzer, hier vertrippelt Linemeyer. Waldhör gemeinsam Sturmspitze mit Stumpf, da haben wir den antrittsschnellen Stürmer. Aber vom Anpfiff an sieht man auch, dass die Wiener Austria durch Laufarbeit alles gleich klären will. Antritt schnell, mit guten Aktionen, durchdacht, mit der nötigen Technik. Hier Sekelioglu für Flügel, der überspielt Laschuber und schon in der 5. Minute das 1:0 für die Wiener Austria, das Ruhe, aber auch attraktiven Fußball bringen soll. Auf der Tribüne diskutiert man inzwischen auch über die Kritik, die Egon Cordes an der Austria und ihrer Führung von früher geübt hat. Er hat quasi gemeint, zu Europacup-Spielen hätte es Betriebsausflüge mit Kartenpartien und Golfspielen gegeben. Es haben gerade noch die Pappnasen gefällt, meinte also Cordes. Vereinsschädigende Äußerungen?
Naja, was das Spiel betrifft, da hat hier Waldhöher den Ausgleich vor den Beinen, hebt den Ball aber am Außennetz vorbei. Ein Angelpunkt, das ist ein Angelpunkt, wenn man das Orf-Mikro sozusagen auseinandnimmt, die Leistung abkappt und den Tonmeister in die Wüste schickt. Egon Cordes sieht aber, wie seine Mannschaft weiter gut spielt. Nabeko was mit Melde Sturmspitze und der Norweger mit seiner ersten großen Möglichkeit hier scheitert am Torhüter Laschober. Die Linzer scheinen in diesen Phasen des Spiels völlig verwirrt, stehen viel zu weit vom Gegner weg und sie scheinen auch Scheu vor der guten Technik, ja heute der großartigen Technik der Wiener Austria zu haben. Da haben wir schon, Nabeko was. Die Raumaufteilung bei der Wiener Austria wirklich bestechend. Prosenik für Belaic. Herrliche Flanke auf die linke Seite. Jelde, die nächste Chance. Und abgeblockt im letzten Moment von Helmut Zeller. Jelde mit sehr viel guter Laufarbeit vor dem Tor noch im Pech. Wieder Prosenik. Wieder Sekalioglu mit einer hervorragenden Partie. Schneider hat daneben. Jelde legt auf für Wagner. Und 2:0, die verdiente 2:0-Führung in der 22. Minute durch den aufgerückten linken Verteidiger. Und die Zuschauer haben wirklich Grund zu jubeln. Eine Augenweide, das Spiel der Wiener Austria bis zu diesem 2:0. Mjelde, hier zeigt er Übersicht. Und Wagner und Cordes. Noch ruhig, das Orf-Mikro ist ja schon entfernt. Dann wieder Mjelde. Sekalioglu läuft mit. Er gegen Bosniakow, den Libero. Prosenik, einer der laufstärksten Austrianer. Für Sekalioglu, es könnte er selbst machen, aber einmal, ja, die Gäste an den Kopf sagt alles, einmal zu weit vorgelegt und im letzten Moment kann hier Stöffelbauer vor Sekalioglu retten und dann ist es auch Schneidner, der hier noch eingreift. Dann ein guter Pass von Stöffelbauer in die Tiefe des Raumes, wieder für den schnellen Waldhörer und hier ist Schmölzer heraus und auf Raten. Ein sicherer Schlussmann seiner Mannschaft. Prosenik, er mit Flügel, die Triebfedern im Spiel der Wiener Austria im Mittelfeld, wieder Flügel. Beide auch mit sehr viel Laufarbeit und nur so kann man gut sein. Kommt hier vorbei und das 3:0 in der 43. Minute, also knapp vor Seitenwechsel. Dragutin Celic ist hier nicht mehr an den Ball gekommen. Er verliert ein Pressballduell zum Gaudium und zur Freude der Zuschauer. Hier haben wir die Szene gegen Prosenik und der Teamspieler schießt das 3:0, Sie sehen es auch auf welche Art, unglücklicherweise für den Torhüter durch die Beine. Herrliche Abendstimmung, 3:0 für die Wiener Austria, keine gute Abendstimmung für die Linzer, Fehler von Jürgen Werner, Flügel, sehr schnell sieht man auch hier in dieser Szene, gut aufgelegt für Prosenik, die beiden harmonieren ausgezeichnet und Melde kommt wieder nicht an den Ball und da scheint der Cordes mit dem Publikum Ärger zu haben. Naja, nicht sehr fein, würde ich sagen, obwohl seine Mannschaft sehr fein spielt. Da werden sie ein bisschen schlampert, Fehler von Schmölzer, blinder Pass von Kogler, genau zu Waldhöher. Ja, und da hat die Wiener Austria, da hat auch Egon Cordes Glück und der kann sich nicht beruhigen. Warum er sich das antut, seine Mannschaft spielt ganz hervorragenden Fußball. Flügel. Herrlich auf Melde, schießt er jetzt sein Tor, noch x Chancen und wieder scheitert er. Eine gute Leistung, heute hätte er 3 Goal bis jetzt schon schießen können. Dann Pfeffer, Chuck, der sich natürlich immer mehr nach vortraut in dieser Phase des Spiels. Wieder ein guter Pass auf Sekalioglu, der viel Übersicht zeigt. Nabeko was, guter Schuss, abgewehrt, Chuck ist da und das 4:0 in der 71. Minute. Ein klarer Sieg der Wiener Austria. Klare Aussagen würde man jetzt auch von Egon Cordes erwarten zu allen Vorfällen, Kritiken, Vorwürfen und zum Endstand. Hier noch einmal das 4:0 durch Chuck, vorangegangen der Schuss von Nabeko was. Laschober hält und Chuck ist schneller als Lini Meyer. 4:0. Ich habe ihnen sehr zugesetzt und sie haben überhaupt keine Zeit gehabt, sich zu erholen oder auszuruhen. Und letztendlich ist das dann auch der Sieg in dieser Höhe. Gut, okay. Die Chancen waren da, aber der Sieg allgemein, wie er erspielt worden ist, zählt für mich. Persönliche Kritiken anzustellen ist immer sehr schwer. Melde vielleicht mit ein bisschen Pech.
Bleibt in der Mannschaft oder kommt vielleicht Kubica an Steiner Stelle? Ich werde hier mich vom Fernsehen nicht über irgendwelche Spiele äußern. Das machen wir nach wie vor intern. Und für eine solche Maßnahme gibt es überhaupt keine Grundlage. Sie hatten ein bisschen Kleinkrieg mit dem Publikum. Warum das? Ich habe keinen Kleinkrieg mit dem Publikum. Derjenige, der da reinruft, der kannte den Michael Wagner noch vor 4 Monaten noch gar nicht. Ja? Ich glaube, die sollen sich nicht so dumm äußern. Sondern ich äußere mich so, wie ich es will, und ich werde es auch in Zukunft tun. Wagner für Sie ein positiver Aspekt im Hinblick auf die zukünftige Aufstellung der Mannschaft, also eine Fixposition, die er einnehmen wird? Ich verteile auch hier keine Fixposition. Sie haben in einer Sportmonatszeitung etwas mit der Vergangenheit der Austria aufgeräumt, haben da sehr viel Kritik angebracht. Stehen Sie dazu? Wiederschauen. Wir arbeiten jetzt besonders hart und vielleicht noch härter als in der Vergangenheit. Und wer sich von der vielleicht provokanten Formulierung provozieren lässt, der ist irgendwie selber schuld. Ich persönlich freue mich über die Erfolge der letzten Zeit, was das, die Leistungen der Mannschaft anlangt, und das ist mein Hauptinteresse. Wenn die Aussage so getätigt worden ist, wird das Konsequenzen nach sich ziehen? Ich wüsste nicht wieso. Naja, bei einem Mann, der angeblich rot sieht, bei Violett, da wird auch ein Präsident dann vorsichtig. Also, Spiel 3 auf dem Totoschein, Austria gegen FC Linz, 4:0 und Tipp 1. Die Leitung nach Innsbruck, an der wird gebastelt, ich verspreche Ihnen, sie wird noch zustande kommen. Sie werden den Schlager dieser Runde, FC Tirol gegen Rapid, sicherlich gleich sehen. Zuvor aber schauen wir noch nach Steyr, denn dort spielte